Peter Neumann. Die nächste Frau kommt hier locker angetragen. Das sieht gut aus. Das ist Janine Pankzin aus Eberswalde bei ihrem zweiten Start. Und die nächsten, Gisela Büsing aus Norderstadt. Die nächsten Wanderer hier. Der nächste Läufer hier. Aber die Wanderer wollen wir auch nicht vergessen. Carsten Lütke und die Wanderer hier 4711 Mal. Das ist Heiko und Rote aus Celle. Cool. Und das soll Ursula Brümmer sein aus Berlin bei LMF 30er. Das ist sie. Die Welle, da wollen wir mal sagen, 3, 2, 1, hoch die Arme, die 30 Kilometer. Ursula Brümmer aus Berlin bei LMF, die erste. Starke Leistung, Ursula Brümmer aus Berlin. Und die zweite gleich hinterher. Wo ist sie? Wo ist sie? Da müssen wir jetzt mal Rücksicht nehmen. Die zweite Läuferin, das ist Sabine Wilbeck aus Magdeburg bei ihrem 30. Quatsch, bei ihrem 13. Da ist sie, Sabine Wilbeck. Glückwunsch, Sabine Wilbeck. 30 Kilometer. Bin ich mir sicher, dass mein Titel ankommt. Man schickt mir sogar jedes Jahr die aktuelle Mütze. Dieses Jahr sollen wir alle so rumlaufen. Finde ich auch geil. Wisst ihr, woran mich der kleine Pinsel hier erinnert? An den Stoiber. Dem hat ja noch, bevor er in die EU nach Brüssel gegangen ist, im Winter einer den Vorgarten gepinkelt. Stand mit Urin im Schnee, weg mit Stoiber. Hat er die Polizei immer gesagt, untersucht das mal. Am nächsten Tag hatte er schon die Expertise. Urin, Münte, Ferdinand, Handschrift Merkel. Der ist so deppig. Der weiß nicht mal, dass die Schweiz nicht zur EU gehört. Fährt auf die Grenze zu ohne Pass. Sollten Sie mal fahren, die Schweiz, nimmt euer Pass mit. Die gehören wirklich, die können gestoppt werden, die können rausgeholt werden. Der Stoiber gleich, ich bin der Stoiber. Seid ihr da unten, woher weiß ich das? Sie haben keinen Pass bei sich. Letzte Woche war der Boris Becker hier. Der hatte auch keinen Pass. Der ist zum Auto gegangen, hat einen Tennisschläger rausgeholt, drei wunderschöne Asse geschlagen. Wusste ich sofort, das ist Boris Becker. Die Woche davor war der Beckenbauer hier, auch kein Pass. Der ist zum Auto gegangen, hat einen Fußball rausgeholt, drei wunderschöne Pässe geschlagen. Wusste ich sofort, das ist der Beckenbauer. Was können Sie, Herr Stoiber? Sagt er, ich kann nichts. Sie können passieren, Sie müssen der Stoiber sein. Trotzdem immer im September, übrigens fahrt nicht im Oktober zum Oktoberfest. Da hatten wir schlechte Karten in München. Sind ja so hinterhältig, die feiern im September nur, damit wir drauf rein können im Oktober. Doch komm. Heute gehe ich in das Brauhaus, heißt der Titel. Bleibt ganz ruhig, ihr beiden Süßen. Bei diesem Titel wird mir bei einem guten Festzelt immer ein Alster gebracht. Na, wollen wir sehen, ob ich heute in einem guten, wirklich schönen Festzelt auftreten kann. Bier darf es nicht sein, weil der Herr wieder fahren muss. Und Freitag und Samstag, lasst das Saufen bitte sein, da stehen die wirklich, auch wenn sie keine Leute haben. Deswegen sage ich jetzt, heute gehe ich in das Brauhaus, dort lasse ich die... Bleib ganz ruhig. Leg ihn noch mal an. Heute geht es. Scheiß Elektronik! Heute geh ich in das Brauhaus. Dort lass ich ins Brauhaus. Achtung, lieber Milz. Jetzt kommt gleich ein Pilz. Und der Chor. Heute geh ich in das Brauhaus, dort lass ich ins Brauhaus, aus Kanne, Krug und Glas, Hauptsache frisch vom Tass. Das ist das beste Pilzzelt von Mitteleuropa. Seit Wochen stehe ich trocken in der Landschaft. Ich habe Trappel mit meiner Verwandtschaft. Es geht um Erbschaft, Geld und Haus. Der Stau muss aus mir raus. Und jetzt das ganze Zelt. Heute geh ich in das Brauhaus. Da lasse ich ins
Hauptsache frisch, vom Pass zum Wohl. Seit Wochen stehe ich schon alkoholfrei, weil meine Frau mir sagt, dass das gesund sei. Ich pfeife auf meine Ehemaus, der Stau muss aus mir raus. Und jetzt das ganze Zelt zum letzten Mal. Heute geh ich in das und lasse ich den Stau raus. Achtung, liebe Milz, jetzt kommt gleich ein Pilz. Heute geh ich. Willst du Werbung für Opel machen, Moment? Die Sau raus, aus Kanne, Kuh und Glas. Hauptsache frisch, vom Pass hoch mit den Bechern. Seit Wochen lebe ich ohne Vergnügen. Ich fange an, mich selber zu belügen. Auf meiner Leber sitzt mir Laus. Der Stau muss aus mir raus. Und einmal noch und alle. Heute geh ich in das Bauhaus. Doch lasse ich den Stau raus. Achtung, lieber Milz, jetzt kommt gleich mein Bild. Und alle, heute geh ich in das Bauhaus. Doch lasse ich aus Kanne, Krug und Glas. Hauptsache frisch vom Pass. Aus Kanne, Krug und Glas. Hauptsache frisch vom Pass. Auf Schwerin! Ein bisschen länger gedauert. Wir wären noch pünktlich nach Hause gegangen. Irgend so ein Trotteltier hat plötzlich noch ein neues Thema auf den Markt gebracht. War Angela Merkel im ersten Leben ein Mann? Und da wird's noch ein bisschen länger. Ich bin dann raus aus der Kneipe, leichte Übersicht verloren, da fließ der alte Strom vorbei, in den alten Strom gefallen. Er hat mich rausgezogen. Ich habe sofort gesagt, du hast mir das Leben gerettet. Ich schenke dir das Liebste, was ich habe. Sagt er, was ist denn dein Liebste? Ich sag, mein Hund. Da drüben sitzt er, oh Gott, sagt er, der sieht ja furchtbar aus. Kein Zahn im Maul, drei Beine nur, das Fell struppig, die Rute hängt. Ich sag, hör auf zu meckern, dann schenke ich dir das Zweitliebste, was ich habe, meine Frau. Du kannst ruhig hochgehen. Nach 5 Minuten war er wieder unser, da kann ich den Hund doch noch mal sehen. Ich bin nicht frauenfeindlich. Ich war mit meiner Frau übrigens heute früh schon baden. Ich bin ja so ein mutiger Typ, wir gehen immer morgens hin. Übrigens noch ein Hinweis für alle, die zu kämpfen haben hier mit denen. Ja, ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt den 25.15. Lauf wieder hinter uns gebracht haben. Wir haben eine sehr gute Beteiligung gehabt, 3.976 Teilnehmer. Wir hatten fast 5.000 Meldungen, das ist ein recht positives Ergebnis. Und ich denke mal, die Auswertung hat geklappt. Ja, die Auswertung hat wunderbar geklappt. Wir hatten keinerlei Beschwerden. Wir haben die Siegerehrung sehr schnell durchziehen können. Die Ergebnislisten hingen punktgenau am Brett. Ich denke, es war ein gelungener Lauf. Wir haben ja eine Besonderheit heute gehabt, dass wir erstmalig und einmalig über die schwimmende Brücke in Schwerin zu Buga gelaufen sind. Dadurch hat sich die Streckenführung ja etwas verändert. Wir haben den Start verändern müssen und diese Veränderungen sind ja insgesamt gut gestaltet worden. Der Ehrenstart, ich denke auch im Großen und Ganzen der scharfe Start, der sich ja 1,5 Kilometer verzögert hat. Und auch an der Strecke, die vielen Verpflegungspunkte, die wir hatten, haben heute durch die erhöhte Teilnehmerzahl doch enorm viel